Hallo und willkommen zurück zu Captain Olimar. Nein. Pikmin 3 Deluxe. Mit dem Quietscheentchen. Warum klaut er das auch? Das wurde nie aufgeklärt. Wahrscheinlich Magerquietscheentchen. Okay. Würdest du es nicht klauen? Nein. Ich hätte auch nicht alles Essen geklaut. Okay, brauchen wir Rot dort? Eigentlich überhaupt nicht, oder? Da ist ja gar kein Feuer. Elektro? War da Elektro? Was? Keine Ahnung, ne, keine Ahnung. Schau halt schnell auf die Karte. Nach unten. Der hat. Hier hat er durchgebrochen, ja. Ehrlich, ich glaube, wir brauchen hier nur Flieger und blaue. Nein, das stimmt nicht. Da waren ein paar Kristalle. Ja, dann nimm mit. Ich kümmere mich wieder nur um unsere Meerespopulation. Das heißt. Vergiss nicht, du musst ein paar Felder offen lassen. Dann nehme ich 25, die 5. Mach mal so auf 50 oder so, dann kann ich ein bisschen. Ja, oder also so viel wie du denkst, aber nicht mehr als 50. Lassen wir so. Da kannst du richtig viel populieren. Wo müssen wir nochmal lang? Das hier. Genau, ein neuer Weg. Wieso stecken die im Wasser fest? Was sind diese Zwiebeln für merkwürdige Lebewesen? Das sind Zwiebeln. Frag nicht nach. Ein blaues Pikmin. Oh mein Gott. Okay, ich muss die Wand hier erstmal wegmachen. Solange die da ist, komme ich hier nicht weiter. Ich sammle das hier noch ein. Und du vermehrst die blauen so stark du kannst. Irgendwo eine Leiche, die ich mitnehmen kann. Ja, jetzt. Ich hol dir auch. Hier kommt eine Pallet raus für dich. Sehr wahrscheinlich, ich glaube schon, was beim letzten Mal auch so war. Und ich buddel dir die auch noch aus. Gut. Das teilweise, weil nicht jeder graben will. Ey, ihr nehmt die nicht mit. Nehmen Sie ruhig wieder. Den Rest machen meine Fünfte. Okay. Die Pikmin wollen sich gegenseitig Ressourcen klauen. Ja, die wollen es ja immer zu ihrer Zwiebel bringen. Denken nicht dran, dass es die anderen auch noch gibt. Aber warte mal. Mensch, ich wollte den Schmetterling erwischen, aber ich aber nicht. Kann der Stein da durchlaufen? Mensch. Ich habe einen Stein verloren. Okay. Alles klar, das Wasserviech hat ihn gerade einfach gegriffen. Oh, es ist anscheinend kein Wasserviech, was zur Hölle? Hä? Eigentlich schon, was macht das hier bei dir? Anscheinend hat es das Wasser verlassen. Ja, aber das darf gar nicht sein. Es ist verboten, verstehst? Ach, es ist tot! Es ist so aufhören zu spucken! Töte das! So. Du kannst es dir holen. Wo ist der Leichnam? Mein Gott. Jetzt gehe ich dahin, wo ich hin wollte. Ah, okay, du baust die Brücke schon von der Seite weiter. Das war der Plan.
shit, ich hatte nur 4. Wie hast du den denn bitte auch an Land gezogen? Der war hier schon immer. Okay. Der eine. Meinetwegen. War nicht alle. Da gab's diese eine Kiste, die du mit 20 schieben musst. Bist du. Also. Ah, bist du ja so. Oh, upsala. Ich hoffe, ich habe keinen von deinen gerade erwischt. Okay, ich mach dir das Tor schon mal auf. Also die Unterwasserteile für die Brücke sind erledigt. So. Dann fehlen noch die Unterwasserteile für das andere Ding. Ich weiß nicht, warum ich nur noch 3 von denen habe. Ist einer verreckt oder was? Ja komm, das braucht doch nur 3, oder? Der passt perfekt. hier liegt einer von dir, ich nehme mal mit. Ist der Schmetterling noch da? Hä? Okay, hast du ihn getötet oder war der? Ich habe einen Schmetterling getötet, ja. Achso, deswegen ist der noch da. Tschüss. Wo geht ihr lang? Okay, ihr geht nicht seinen Weg. Wo geht ihr lang? Ihr geht auch nicht seinen Weg. Okay, super. Hä? Ach so, ich hab Feen. Ich habe auf einmal Feen. Hi. Oh, das sind 2. Hä? Wie sind die jetzt bitte gestorben? Ja, weil sie zu nah am Wasser waren. Du hast meine Feen hier weggecallt. Jetzt ist die Tür zu. Yep, ich sehe es. Kommt man hier irgendwie wieder zurück? Ja, tut man. Ja, wir schauen nur das Obst nicht. Mach das Obst dann mal wieder frei, ja. War das nur ein Stück Obst? Wieso Stück? Ist das eine Mords? Mango, Kürbis? Keine Ahnung. Ach so, stimmt, die Brücke bauen, die konnten auch den Weg nehmen, den wir genommen haben. Und die Flieger haben es natürlich eh egal. Die gehen, wie sie wollen. Okay, du bleibst hier. Den Gegner lasse ich erstmal. Den habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Das ist einen von den beiden gepult, die hier unten sind eigentlich. Tintenfisch ist mein. Nein, ich habe den anderen Typen gepult. Das ist nicht ein Tintenfisch, sondern der gerade neben dir liegt. Die ja, Weiche. Genau, das ist für mich ein Tintenfisch. Ja, was ist das, gegen das du gerade kämpfst? Hä? Keine Ahnung. Aber könnt ihr die gefälligst alle mal da raus aus dem Blubberblasen? Und los. Raus aus dem Blubberblasen. Ach so! Ich hab schon wieder irgendwie Pinke herbekommen. Frag mich nicht, was das jetzt schon wieder soll. Ja. Warum stehst du hier eigentlich nur so? Ich weiß nicht, wie weit du callst oder so, weil da hinten arbeiten Pinke an den Dingen. Also, wenn du die mitgecallt hast. Ja, zum Glück sind die dieses Mal nicht wieder ertrunken wie die Verrückten. Ja. Ja, okay, soll ich erst das nehmen? Keine Ahnung, ich habe 3 Pinke. Ich kann die gar nichts mehr machen. Wo waren denn die Platten? Da hinten.
Oh mein Gott. Also mitunter. Ja, da habe ich meinen Typen hingelegt, also den nehme ich mir jetzt. Ich weiß nicht, ob wir den besiegen sollen. Ja, die nehmen die Platten. Oh, warte, das ist ja unter Wasser. Kommt mal raus da jetzt. Mein Gott. Wieso schickst du die denn da? Das sah visuell für mich nicht aus, als wäre es unten. Mach doch erstmal die Wand, die da ist, weg. Also, was bist denn du für einer? Ich hab gedacht, die Flieger fliegen halt einfach drüber. Aber es war gar nicht über was. Ach Mensch, stimmt, da brauche ich wieder die Dinger. Die brauchen wir nicht mehr, oder? Die kann ich jetzt wegnehmen. Denke ich. Ah, jetzt bist du, das ist nicht mein Typ. Also weit kann ich schmeißen. Immer so schon die Brückendinge. Hast du, wo ist eigentlich der dritte Charakter gerade? Ja, da unten. Achso. Ach ja. Kommst du mit mehr Blauen? Gut. Ja. Dann machst du mal das Ding nur auf. So ein paar. Ja, der fliegenden Abseits kann ich ihn callen, wenn du willst. Ja, call den mal. Du hattest ihn nicht schnell abgesetzt, wie schön. Ich habe einen zu wenig. Ja, passiert. Wir haben nur blauen Flieger aktuell. Okay, ich muss vorbereiten. Dafür, dass das Ding fertig gebaut ist. Und du holst die wieder zurück, weil dann wird dann einer wieder nochmal zurück nach da lang gehen. Oh, Leute, hier sind welche von denen. Pff, machen wir es so. Nochmal 10 von denen. Geht rein und wieder raus. So. Okay. Könntest du schnell zu dem Werfding kommen? Wohin genau ist das? Oder, na gut, fürs erste reicht doch eine Person. Wahrscheinlich, oder? Wohl nicht unbedingt. Oh, hi. Ja, schmeiß mir Zeug rüber. Das dann auch tragen. Ich hoffe, dass ich es kann. Nein! Ach Mensch. Ich wollte doch eigentlich gar nicht darunter. Komm wieder her. Okay, ja, die kannst du tragen. Gut. Kannst du wieder herkommen? Hm, mich? Ja, ich brauch dich noch ein zweites Mal. Oh. Aber du brauchst keine Pikmin mehr, oder? Doch, eigentlich schon. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so reichen. Ach stimmt, dich habe ich ja ganz vergessen, du Depp. Hm. Ja, okay. Egal, aber ich habe es aufgebrochen. Ja, die sind doch aktuell alle. Ich habe keine Ahnung, wo der eine ist. Oder ja. Die vier jetzt? Ja, wahrscheinlich sind die unter dir und erreichen dich nicht. Deswegen hättest du weiter callen müssen. Gut, dann bauen wir die Brücke und gehen direkt zum Boss. Das ist der Plan. Mhm.
Wir nehmen einfach nur Fliegende mit. Haben wir eigentlich genug Essen genommen? Was? Haben wir genug Essen mitgenommen? Ich denke schon. Haben deine Feen das rausgezogen und auch abgegeben? Ich denke schon, dass sie es abgegeben haben. Ja, das ist doch die Frucht da. Ich glaube zumindest, dass es die Frucht war. Ich hoffe, es reicht für 3 Tage. Irgendwie glaube ich nicht dran. Zwei Stück, ein Drittel. Einmal trinken. Hm. Ja, deswegen sollten wir jetzt den Boss gleich machen. Mhm. Das ist der Plan. Hat der Louis auch schon? Oder ist Louis dann erst später wieder? Louis ist direkt in den Boss drin, ja. Ja, okay, das heißt, wenn wir das jetzt an einem Tag schaffen, haben wir auch kein Essensproblem. Gut, dann gehen wir voll da drauf, auf das Gamble. Nehme ich 10 Steine mit und sonst nur Flieger? Meinst du, das macht Sinn? Ich weiß nicht mal mehr, was für ein Boss das war. Ja, das ist der Moorboss. Oh Gott. Ja. Ja. Aber wir brauchen ja nur Steine, um den Kristall einmal zu zerstören. Und danach... Ja. ...können wir vollgas drauf gehen. Man benutzt das Spray. Oh, wir haben ja keins. Ja, denke ich mir gerade aus. Wir haben doch gar keins. Ich habe keins mehr gefarmt. Jetzt frage ich mich gerade, wenn ich das hier mache. Ach mein Gott. Ja gut. Ich wollte schauen, ob ich... Achso, du... Ja, okay. Ja. Wir machen das jetzt einfach so. Das geht viel schneller. Na, natürlich ist der noch da. Lass mich in Ruhe! Die Brücke werde ich bauen. Okay, vielleicht können wir ihn sogar ignorieren. Scheint mich jetzt zumindest nicht direkt anzugreifen oder so. Ah, das war noch gar nicht alles. Ah, warte, hier hinten lagen glaube ich noch welche, oder? Ja. Oder hatte der... Na bitte, sag jetzt nicht, der Gegner hat welche drin, das wäre doof. Ich kann dir die Steine rüberschmeißen mit der nächsten Ladung. Ja, keine Ahnung. Anscheinend hat's der Gegner drin. Ich wüsste jetzt spontan nicht, was sonst ist. Dann geh mal her. Wenn du glaubst, dass das geht? Du hast doch gerade gesagt, du kannst das machen. Ja, es sieht nur komisch aus. Ich wollte jetzt niemanden umbringen. Naja, auf sie zu essen. Okay, rein. Ach, das ist ein Blaser. Der hat nur Obst, wie Sascha. Wo war der Rest der Brücke? Ich bin gerade so verwirrt. Ich auch. Boah, von der anderen Seite war es definitiv nicht. Hier oben ist doch nichts mehr, oder? Ach doch, da drin. Oh, okay, da hast du es gefunden. Da drin. Naja, da kannst du einfach wieder neu holen. Oh, wir haben 3 verloren. Für
Flieger oder Steine? Nimm mal einen Stein. Ich glaube nämlich, dass ich genau einen Stein verloren habe. Ja, das dauert jetzt leider ein bisschen. Aus der Zeit. Was soll ich machen? Ich ersetze deinen Stein gerade. Oh nein. Nimm mit. Baut die Brücke. Mein Gott, jetzt blockiere ich die auch noch, weil ich im Weg stehe. Bin gleich da. Okay, ja. Ich ersetze die zwei Flieger gerade auch noch. Siehst du, und schon hast du keinen verloren. Hast du den anderen Charakter gefunden? Scheinbar. Okay, ich habe 57 bei mir und du hast 3. Okay. Ja, okay, jetzt dauert es ein bisschen. Okay, jetzt müsste ich sie eh wieder alle bei mir haben, ja. Die können trotzdem versumpfen. Oh mein Gott, der kann die aber trotzdem so schnell stampfen, ne? Das ist echt scheiße. Dagegen gefällt mir am wenigsten. Das mag ich so gar nicht. Oh, pass auf, schlägt! Nein, geht, ich hab zu mir meine Steine, bitte! Das waren jetzt 7, oder? Ich hab das Ding noch nicht offen. Ah! Bye. Sehen uns dann später. Ach, gut. Also sind Steine jetzt unwichtig. Hä? Warst du? Schon. Wieso 45 gerade? Du warst bei 53, als ich noch nicht losgegangen bin. Kann ich dir nicht sagen, Mann. Mein Charakter wollte nicht weiterlaufen. Gut, gehe ich eben manuell. Ich schau die ganze Zeit auf deine Seite, bei mir passiert nichts. Halbzeit. Ich frage mich, ob man Bomben farmen könnte für dich. Ich wüsste aber gar nicht mehr, welche sind. Nein! Alles klar. Anscheinend konnte er sie trotzdem verschlucken. Als sie hier draußen rumlagen. Mensch. Was soll ich mitnehmen? Ja, Flieger. Du denkst also schon, dass das sinnvoll ist? Ich denke schon, dass das sinnvoll ist. Weil haben wir aber auch nicht so viele. Vergleich. Ich habe halt den Eindruck, die machen keinen Damage. Das könnte ja stimmen, oder? Aber die gehen besser da hoch. Weil die anderen kann man ja nicht chargen, die muss man ja werfen bei dem Gegner. Er wirft sie trotzdem ab und kann dann schlecken. Das ist halt nervig. Wenn er die gar nicht schlecken könnte, weißt du, wäre halt OP. Soll ich angreifen? Wenn du letztes Mal vorbei bist. Komm zurück! Okay, ich hab alle noch.
Ich habe plötzlich einen mehr. Welches Bein ist in Rot? Welches nehmen wir? Das ist scheißegal, das Bein wird erst rot, wenn man draufschlägt. Hat gereicht. Ja, nimm sie dir. Okay, geht das nach vorne. Warum biegt der jetzt wieder so ab? Einer zerquetscht worden. Schlecht. Ja, aber solange sie da oben hängen, ist das zum Beispiel OP. Nur wenn er sie davor abschüttelt, das ist ein Problem. Jetzt. Los, geh drauf! Okay. Schade. Ich habe auch gehofft, die könnten noch oben bleiben. Okay, wie geht der jetzt? Super, okay. Umdreht, könnt ihr das machen, weil er kann es nicht zerstampeln, wenn er immer wieder vor ihnen tritt. Ja. Sehr gut. Die zweite Hälfte lief dann wesentlich besser. Vor allem, das ist von den Entwicklern gar nicht so geplant, dass man die benutzt, die Flieger hierfür. Trotzdem sind sie ziemlich effektiv. Flieger OP. Okay. Achso, du hast noch einmal Spawn stehen, du bist im Allgemeinen noch im Spawn. Was? Nein, ich bin gerade zurückgelaufen, du hast noch nicht so gesehen. Ich weiß nicht, ob wir das Essen vorher abfangen sollen und es blau machen sollen. Das kannst du entscheiden. Macht vielleicht Sinn, ja. Haben wir am wenigsten von denen. Ich sammle auf jeden Fall das da noch ein. Und dann nehme ich die Dinger mit. Ja, du hast drei, das sind nicht genug, aber du kannst zumindest da hängen lassen. Ja, tue ich. Hier, der ist der Bossgegner. Achso, zählt er nicht als Frucht. Nein, das ist das, was unsere Leute kriegen. Was du den Blauen geben wollen würdest, oder nicht? Wie auch die Krabbe hier, oder nicht? Ja. Gut, dann. Ja, dann packe ich meine 7 mal weg, damit wir blaue rausholen können. Oh, ups, da war ein Stein. Hier. Hier. Lauf mal zur Krabbe. Jetzt fehlt ja einer, aber was soll's, ich nehme ihn gleich mit. Naja gut, und theoretisch, solange es mehr blaue sind, kann auch ein anderer helfen. Das sind sogar 8 gewesen, nicht 7. Wie sieht's mit der aus? Willst du die abfangen? Abfangen? Ach ja, so. Damit sie nicht die Pinken kriegen. Upsala. Ja, okay, ich hab gemerkt. Dann hauen wir die Blauen rauf. Nicht dein Ernst. Ich bin runtergefallen, eher nicht. Ach, komm her, hilf dir mit. Und du auch. Bisschen schneller. Oh. Servus. Mal schauen, welche Farbe das wird. Dass du dann dich drum. Schwarz.
Ja, mein Gott, okay, dann nimmt ihr es trotzdem. Schnell, transportiert sie schneller. Hä? Was hast du da unten ja jetzt geholt? Was meinst du? Ja, nur Chips? Okay. Schaffen wir die noch? Vielleicht. Den ersten auf jeden Fall. Jedenfalls die einzigen vier, die in Gefahr sind. Okay, in Gefahr sind sie schon mal nicht mehr. Ja, sehr gut. Gut. Dann haben wir es jetzt in 2 Tagen geschafft, Louis zu rennen, oder nicht? Ja. Das wäre jetzt ein Problem gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten. Weil wir dann jetzt die letzte Portion gegessen hätten. Wobei, dann hat man ja wahrscheinlich noch eine Chance. Wenn man dann an dem Tag nicht genug hinkriegt. Verhungert man. Uns geht's jetzt also wieder sehr gut. Yeah. Ja. Und wir schalten ja schon wieder den Baum frei. Also irgendwie sind wir jetzt nochmal 2-3 Tage schneller als letztes Mal. Ob das wohl schwerer ist. Jippe, da sind ein paar draufgegangen. Yeah. Bisschen waschen, ha? Naja, wir haben ja jetzt letztes Mal sind wir bei dem Boss so abgekackt und jetzt lief es um einiges besser. Also beim Baum. Ich führe ihn im Kreis rum, du holst die 3 Bomben, dann sparen wir uns die komplette Höhle und bomben uns sofort die Abkürzung durch. Und dann kommt die Höhle, die man sich nicht sparen kann. Und die Brücke dann auch notwendig ist. Du kennst dich ja aus, hast es ja schon gemacht. Ich hab gar nicht hingesehen. Das heißt, ich gehe sofort zu den Bomben und dann instant wieder zurück, oder wie? Ja. Muss halt warten, bis frei ist. Naja, gut. Wir brauchen trotzdem mindestens 2 Tage. Denke ich mal, aber keine 3 mehr. Signalsuche. Turm der Einfachheit. Sollen wir davon jedem Element jetzt mitnehmen oder was meinst du, was da jetzt so fest ist? Du weißt doch, was du gebraucht hast. Nein, so genau habe ich das nicht mehr im Kopf. Vor allem, weil wir jetzt den Weg ein bisschen anders gehen. Weil wenn wir so gehen, brauchen wir, glaube ich, nur Elektros und... Naja. Immer aber noch. Für den Boss braucht man eh alles, also nehme ich aber alle mit, fertig. Ja. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.